Liebe Trierinnen, liebe Trierer, liebe Gäste unserer wunderschönen Augusta Treverorum, mit unserer Stadtgarde sind wir einmarschiert. Wir, der Stadtvorstand, wir, die Ratsmitglieder. Und ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen. Ich begrüße die Gäste unserer Stadt aus nah und fern. Wir freuen uns, dass unser Altstadtfest, das 11., wieder so einen großen Zuspruch gefunden hat. Ich darf ganz herzlich in unserer Mitte begrüßen Vertreter aus unseren Partnerstädten. Ich begrüße Madame Karls, Beigeordnete der Stadt Metz. Sehr herzlich begrüße ich auch den Kollegen aus unserer Partnerstadt Weimar, Herrn Oberbürgermeister Dr. Büttner. Meine Damen und Herren, wer hätte das gedacht vor zwei Jahren, dass wir nun zwei Jahre später, 1991, gemeinsam das Altstadtfest hier in Trier feiern. Und ich grüße natürlich auch sehr herzlich Sat.1, wir im Südwesten, alle Zuschauer, Zuschauerinnen weit über unsere Grenzen hinaus. Herzlich willkommen. Ja, dann würde ich doch mal, sagen, da grüßen wir doch recht herzlich zurück, Jörg, oder? Ja, machen wir. Hallo Trier, schönen guten Abend. Ich begrüße aber nicht nur die Zuschauer in Trier, ich begrüße natürlich auch alle anderen Zuschauer in Rheinland-Pfalz und Hessen, die uns jetzt sehen. Wir im Südwesten heute live von der Eröffnung des Altstadtfests hier in Trier. Ja, Bodo, eröffnet ist es ja eigentlich noch gar nicht. Das ist absolut richtig, Jörg, denn aber dafür haben wir ja jemanden Kompetenten auf der Bühne, nämlich den Herrn Oberbürgermeister Helmut Schröer. Herr Schröer, etwas fehlt noch, und zwar hat es mit Brauchtum zu tun und mit dem Feuerwehrwagen da hinter uns. Ja. Aber ich würde doch herzlich bitten, dass vielleicht der Kollege Dr. Büttner auch noch ein kleines Grußwort an unsere Gäste hier, aber auch unsere Partner aus aller Welt richtet. Und ich glaube, das ist nötig, denn das sind unsere Freunde, die Freunde aus Weimar. Lieber Herr Schröer, vielen herzlichen Dank. Ich hätte vor einem Jahr sicher auch nicht geglaubt, dass ich heute bei der Eröffnung des Altstadtfestes sein darf. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe mitgebracht unsere Sozialdezernentin Frau Schrade. Der Wirtschaftsdezernent sitzt noch im Stau. Er wird auch noch heute Abend hier eintreffen. Ich darf sagen, die Stadt Weimar ist stolz und sie ist glücklich, Trier als Partnerstadt zu haben. Wir haben nämlich mit Trier eine sehr verlässliche Partnerstadt. Wir haben auch eine hervorragende Arbeitsvereinbarung mit dem Herrn Schröer. Aber wir sind glücklich, weil die Kontakte zwischen den Menschen hervorragend sind. Es vergeht kaum ein Wochenende, wo nicht irgendeine Trierer Gruppe, eine Trierer Familie in Weimar ist. Und ich weiß, dass heute auch Weimarer hier in Trier sind. Und ich freue mich, dass diese Kontakte intensiv werden und Freundschaften entstehen. Dafür danke ich Ihnen. Ja, Sie haben mich auch angesprochen auf diesen Brauch, der seit vielen Jahren hier geübt wird. Das Altstadtfest wird eröffnet, freitags. Aber wir haben einen Stadtpatron, unseren Stadtpatron Petrus. Er sorgt dafür, dass wir einigermaßen vernünftiges Wetter haben. Und heute hat es schon geholfen, dass wir mit ihm gesprochen haben. Aber unser Wirtschaftsdezernent Dr. Neuhaus
wird heute wieder einmal versuchen, ihn zu bezirzen. Und er steht an dieser Feuerwehrleiter und wird Blumen zu unserem Stadtpatron bringen. Bitte schön, Herr Dr. Neuhaus. Sieht spannend aus. Jetzt hat er es gleich. Das war's. Ja, also. Ja, meine Damen und Herren, das war nun Petrus, und nun darf ich hiermit das Altstadtfest 1991 offiziell eröffnen. Ich wünsche Ihnen alle viel Freude hier in Trier. Dann danken wir Ihnen zunächst erstmal. Damit haben wir diesen offiziellen Teil ja schon mal erledigt. Und mein Kollege Jörg Schlockermann möchte aber trotzdem sich noch mal kurz unterhalten, nämlich mit dem Oberbürgermeister von Weimar. Ja, Dr. Klaus Büttner, Sie haben uns ein wenig schon vorweggenommen, was wir eigentlich besprechen wollten. Vielleicht jetzt kurz die Frage, ich habe gehört, Sie haben in Weimar auch ein altes, traditionelles Fest. Ja, wir haben den Zwiebelmarkt, der seit über 330 Jahren regelmäßig stattfindet. Und wir sind vorher gerade übereingekommen, dass wir die Stadtsoldaten hier aus Trier beim nächsten Mal hoffentlich auch am Zwiebelmarkt begrüßen werden können. Herr Oberbürgermeister Schröll, Sie werden dann auch in Weimar mit dabei sein? Also wenn die Stadtgarde hin muss, muss ich auch hin, denn ich bin Ihr Ehrenkommandant und da muss ich mit auftreten. Bleibt Ihnen nichts anderes übrig. Ich will Sie jetzt nicht länger vom Feiern abhalten. Eine Frage noch, gibt es auch Wein in Weimar? Es gibt Wein direkt vor den Toren Weimars. Die Saale Unstrutweine sind zwar nur geringe Mengen verfügbar, aber sie schmecken gut und mancher Trierer wird das bestätigen können. Gut, dann will ich Sie nicht länger vom Feiern abhalten. Viel Spaß jetzt hier auf dem Altstadtfest. Ja, und das war auch jetzt schon genug Werbung für Trier, Weimar und den Wein. Jetzt kommt nämlich unsere Werbung. Unsere Natur, das ist die Heimat von Schwäbchen. Alles Gute kommt von Schwäbchen. Für Worcestersoße lasse ich einfach alles liegen. Raffinierte Worcestersoße von Apple. Es empfiehlt sich immer, etwas Apple im Haus zu haben. Herzlich willkommen im Fuji Quicksnap Studio. Heute besucht uns Tina. Tina, was ist dein Hobby? Lustige Blitzfotos machen. Du hast schon eine Kamera? Nein. Sondern die Fuji Quicksnap, den ersten Film mit eingebauter Linse. Und Blitz, einfach 24 lustige Bilder machen und dann komplett zum Entwickeln geben. Fuji Quicksnap Flash, alles komplett für 24 Fotos. Für dich gepflückt, ein Glückskleid zum Kaffee. Fühl dich einfach gut und sag ja. Mami. Guten Morgen, mein Schatz. Wenn Ihnen die Gesundheit Ihrer Familie am Herzen liegt, dann geben Sie ihr Liebe und hohes C. Hohes C, reich an natürlichem Vitamin C, so wichtig wie das tägliche Brot. Die erste Qualitäts-Haarvollmilch aus der Glaspfandflasche. Die gute Haar. Die gute Haar von Domschmitz. Eben einfach Qualität. Und da sind wir schon wieder auf dem Altstadtfest in Trier. Herr Oberbürgermeister, jetzt haben wir ein bisschen mehr Luft, ein bisschen mehr Ruhe. Ich glaube, über Trier kann man eine ganze Menge erzählen, denn es gibt ja hier eine Inschrift, die lautet, und das habe ich mir aufgeschrieben, Ante Romam Treveris stetit annis mille trecentis. Auf Deutsch übersetzt heißt das, vor Rom stand Trier 1300 Jahre. Das ist eine mittelalterliche Erfindung, etwas übertrieben. Aber es steht hier an dem Roten Haus, direkt am Marktplatz, da kann man es ja sehen. Nachzulesen ist es dort alles. Aber ich würde sagen, bevor wir so ein bisschen über Trier erzählen, schauen wir uns einfach ein paar Bilder an und Sie kommentieren sie dazu. Ja. Hier ist unser Film. Ja, wir sind hier auf dem Hauptmarkt.
ein wunderschöner mittelalterlicher Platz, einer der schönsten Märkte in ganz Deutschland, der auch als Marktplatz heute genutzt wird mit dem Marktbrunnen. Sie sehen, dass er ein beliebter Treffpunkt auch der Jugend ist. Trier ist Fremdenverkehrsstadt. Wir haben 1,5 Millionen Tagestouristen im Jahr. Das ist die Porta Nigra. Wer kennt die Porta Nigra nicht? Das Wahrzeichen unserer Stadt, ein römisches Tor, Stadttor, die Kaiserthermen. Trier war ja eine Hauptstadt, eine der vier Weltstädte des Römischen Reiches. Hier lebten 80.000 Bürger. Das ist das Kurfürstliche Palais. Ein Gang durch Trier ist auch ein Gang durch die Geschichte. Gerade sahen wir noch die Palastaula des Konstantin. Das ist der Dom, eine der ältesten Kirchen überhaupt. Das ist die Liebfrauenbasilika daneben, eine gotische Kirche, wiederum der Dom. 2000 Schritte, 2000 Jahre heißt unser Wahlspruch und dies ist nicht übertrieben. Trier ist auch eine bedeutende Einzelhandelsstadt. Übrigens, das ist mitten in der Stadt und darauf sind wir stolz, dass wir die Geschichte so integriert haben in das lebendige Trier. Man ist also nicht nur in einer alten Stadt, sondern auch in einer lebenslustigen, in einer pulsierenden Stadt. Das ist die Hauptstraße, die Simeonstraße zur Porta Nigra hin. Man sieht hier altes Trier und lebendiges Trier, pulsierendes Leben mitten in der alten Stadt. Die beste Fremdenverkehrswerbung, muss ich schon sagen. Ja, Trier ist eine Reise wert. Absolut. Auch dieser Platz, auf dem wir stehen, ist ja schon 1033 Jahre alt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, wir sind hier auf dem Marktplatz. Das Marktkreuz hat vor genau dieser Zeit ist es errichtet worden und damit hat die Stadt Trier die Stadtrechte, die Marktrechte bekommen. Stadt ist sie ja schon seit 16 vor Christus, 2000 Jahre, also, 1984 gegründet. So viel Geschichte, wie Trier zu bieten hat, das schaut man sich am besten selber an, wie nämlich jetzt auch mein Kollege Jörg Schlockermann, denn wir haben hier oben genügend Hoheiten gehabt, aber jetzt hat Jörg Schlockermann echte Hoheiten. Bitte, Jörg. Genau, ich habe jetzt eine ganz hohe Gästin und zwar Königin, königliche Hoheit, Bettina, die Weinkönigin von Trier. Einen wunderschönen guten Abend. Es sind auch noch zwei Prinzessinnen dabei, aber zu den beiden kommen wir noch später. Ich würde jetzt ganz gerne mal wissen, was macht man denn als Weinkönigin von Trier? Ja, Trier gehört mit 360 Hektar Weinbau zu den größten Weinbaugemeinden Deutschlands. Und da gilt es natürlich, den Wein zu repräsentieren, für ihn zu werben und eventuell auch mal Gästegruppen bei Weinproben zu betreuen. Wie ist das, wenn man Trierer Weinkönigin geworden ist, will man dann auch noch mehr? Will man dann auch deutsche Weinkönigin werden? Ja, also bevor man deutsche Weinkönigin wird, muss man erstmal Gebietsweinkönigin werden. Und ja, vielleicht. Warst du denn schon mal in der Partnerstadt von Trier in Weimar? In Weimar war ich noch nicht gewesen, aber in Kloster, das ist die englische Partnerstadt. Dann wird es aber Zeit. Ich habe den Eindruck, dass... Ich bin hiermit zum Zwiebelmarkt herzlich eingeladen. Wie lange bist du denn noch Weinkönigin hier in Trier? Noch bis zum 1. Augustwochenende. Und dann kommen wir auch auf die beiden anderen jungen Damen, die hier noch dabei sind. Das sind die Weinprinzessinnen. Was hat es mit den beiden auf sich? Ja, das sind die Silke und die Alexandra, die mich also begleiten, eben als Weinprinzessinnen. Und die Silke, die wird jetzt auch im August als Weinkönigin gekrönt. Ist dann deine Nachfolgerin. Welchen Wein trinkst du denn am liebsten? Riesling, Cabernet, ein bisschen lieblich. Lieber dich so herb. Wir haben jetzt ein Gewinnspiel, was wir noch durchführen wollen. Es gibt was zu gewinnen und zwar ein Wochenende im Hotel Blesiusgarten hier in Trier für zwei Personen. Ein toller Preis, wahrscheinlich nicht so für die Trierer, die ja sowieso hier wohnen, sondern für unsere Zuschauer in Hessen und Rheinland-Pfalz, vielleicht aus Ludwigshafen und im Rhein-Main-Gebiet. Wir haben eine Quizfrage, die wir jetzt gleich stellen werden. Besser gesagt, das macht dann Königin Bettina für mich. Ja, mach das doch einfach mal. Ja, die Frage lautet, wie viele Besucher hat Trier im Jahr? Wie viele Besucher sind es? Es gibt drei Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten sind das? Ja, es sind entweder erstens 1 Million, zweitens 1,5 Millionen oder drittens eben 2 Millionen. Gut, meine lieben Damen und Herren, wenn Sie es wissen, rufen Sie uns an. Die Telefonnummer 01308291. Noch einmal 01308291. Ein Wochenende im Hotel Blesiusgarten mit allen Schikanen gibt es zu gewinnen. Ja, der Spruch Wein, Weib und Gesang, den wird man hier sicherlich öfter hören. Wein haben wir jede Menge hier. Vibe haben wir dreimal wunderschön vertreten. Jetzt fehlt nur noch der Gesang. Auch da haben wir was vorbereitet. Und es geht um das Theater hier in Trier. Einen Opern- und Operettenstar haben wir hier für uns gewonnen heute Abend. Und die Bettina sagt uns jetzt, wer es ist und was er für uns singen wird. Ja, das ist Friedhelm Rosendorf in der Rolle des Ollendorf aus dem Bettelstudent mit dem Lied Ich hab sie nur auf die Schulter geküsst. Viel Spaß. Noch galant sein,
gegen schöneres Geschlecht. Katzen puckeln und charmant sein, spielen den ergebenen Knecht. Einen Helden, den in Polen wie in Sachsen jeder kennt, den Volynien und Podolien nur mit größter Achtung nennt, der am Brot und an der Weichsel an der Elbe Sieg errang, der bei Grotten und Bautzen Wurzen alle Feinde niederzwang. Ha, diesen Helden nie geschlagen, überall hoch verehrt, dürft ein Weib zu schlagen wagen, der Gedanke mich empört. Die Erinnerung macht mich beben, mich so täglich zu insultieren, doch soll sie etwas von mir erleben, meine Rache spüren. War es denn eigentlich gar so fürchterlich, warum ich so schwer gebüßt? Ha! Hab ich den Patsch verspürt, mit dem Fächer ins Gesicht, heiliges Kanonenrohr von Abwehr doch einmal. Mir ist manches schon passiert, aber so etwas noch nicht, aber so etwas noch nicht. Mir ist manches schon passiert, aber so etwas, sowas nicht. Himmel, Donnerwetter, heiliges Kanonenrohr von Abwehr doch einmal. Dankeschön. Dankeschön, Friedhelm Rosendorf. Herr Rosendorf, das war die Szene in dem, auf dem Marktplatz in Krakau. Warum gerade eigentlich dieses Stück? Weil der Bädelstudent mein Lieblingsstück ist und der Ollendorf meine Lieblingspartie. Die haben Sie jetzt gerade vor kurzem an dem Trierer Theater gespielt. Was erwartet uns als nächstes in der nächsten Spielzeit mit Ihnen? In der nächsten Saison kommt der Vogelhändler und die Tschardaschfürstin und La Generentola von Rossini. Ich bedanke mich, ich wünsche Ihnen viel Erfolg und den Trierer natürlich einen Besuch im Trierer Theater. Es lohnt sich. Dankeschön. Ja, und wir machen einfach eins. Ich gehe mal wieder hierher zurück zu meinen nächsten Gesprächspartnern. Und da begrüße ich zunächst mal Herrn Jürgen Freund von der Firma Reynolds Deutschland. Guten Tag. Und Oberbürgermeister Schröer. Kennen Sie inzwischen alle, die Trierer kennen ihn sowieso, so volksnah wie er ist. Wir haben uns jetzt gerade eben ja schon mal ein bisschen darüber unterhalten, dass es in Trier einen großen Arbeitgeber gibt, nämlich die Firma Reynolds. Ja, und Reynolds gehört ja auch zu den größten Zigarettenherstellern der Welt. Mit 30 Milliarden Zigaretten allein in Deutschland, das soll man sich mal vorstellen, das ist schon eine Menge Holz. Verteilt allerdings auch auf 350 Marken und Packungsvarianten, was man dazu alles noch sagen kann. Ich würde sagen, mehr schauen wir uns einfach an in einem Film und dann unterhalten wir uns nochmal über den größten Arbeitgeber dieser Region. Hier ist unsere Mats. Trier, Industriegebiet Monnaies. Die mittelständischen Unternehmen, die sich hier angesiedelt haben, bieten rund 4000 Arbeitsplätze. Unter ihnen die R.J. Reynolds Tobacco. Mit 1400 Mitarbeitern der größte private Arbeitgeber in der Moselmetropole. Bereits Ende der 50er Jahre hat sich Reynolds Tobacco für den wirtschaftlich interessanten Produktionsstandort Trier entschieden. Im Hinblick auf den europäischen Binnenmarkt verfügt damit das Unternehmen über alle Standortvorteile einer Produktionsstätte, die mitten in Europa liegt. Mit Investitionen in Millionenhöhe hat Reynolds Tobacco das Werk in Trier kontinuierlich zu der modernsten Zigarettenfabrik in Europa ausgebaut und damit der Region Trier bedeutende wirtschaftliche Impulse gegeben. Die Trierer Zigarettenfabrik bleibt auf Expansionskurs. Die Veränderungen des europäischen Marktes und die Exportsteigerungen in den außereuropäischen Ländern erfordern im Werk Trier eine Ausweitung der Produktionskapazität. Die hierzu erforderlichen Investitionsprogramme haben bereits begonnen. Zurzeit werden in der Zigarettenfabrik Trier täglich 100 Millionen Zigaretten für über 60 verschiedene Zigarettenmarken hergestellt. Die Produktion ist für den Export bestimmt. Die Zigaretten aus Trier werden in 64 Länder der Erde geliefert.
Für Reynolds Tobacco gehört eine hohe und gleichbleibende Produktqualität zur Firmenphilosophie. Denn nur beste Rohtabakqualitäten in Verbindung mit modernsten Produktions- und Tabakverarbeitungstechniken können einen hohen Qualitätsstandard gewährleisten. Der hohe Qualitätsanspruch von Reynolds Tobacco erstreckt sich auch auf die Zigarettenverpackung, denn sie allein prägt das äußere Bild des Produktes. Aus diesem Grund werden alle Verpackungen in der unternehmenseigenen Druckerei, die auch in Trier angesiedelt ist, gestaltet und gedruckt. Mit der Zigarettenproduktionsstätte in Trier hält die R.J. Reynolds Tobacco die über 100-jährige Tradition der Trierer Tabakmanufaktur lebendig. Durch die hohe Innovations- und Investitionskraft bleibt Reynolds Tobacco auch in Zukunft einer der bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren der Moselhauptstadt. Dann kann ich eigentlich für Sie hoffen, dass es noch eine ganze Zeit so bleibt. Wir haben ja jetzt schon mal eine schöne Werbung für Sie gemacht, die Zigarettenindustrie im Fernsehen ja nicht mehr machen darf. Ja, im Fernsehen nicht mehr, aber wir dürfen sie an anderer Stelle ja machen und alle von Ihnen haben wahrscheinlich auch unsere schönen Plakate schon mal gesehen. Das heißt, wir können auch ohne Fernsehen und ich glaube, Sie vom Fernsehen leiden fast mehr drunter als wir. Dazu enthalte ich mich jetzt einfach. Sagen Sie, Trier ist ja nun der ideale Standort für den Tabak, das heißt also für Ihre Industrie jetzt. Warum? Hat das nur mit dem Klima zu tun oder was gibt es noch für Gründe? Das Klima ist erst einmal insofern wichtig, als das Klima von den Leuten hier gemacht wird. Und das mit den Leuten hier zu arbeiten, macht Spaß. Und das meteorologische Klima ist erst in zweiter Linie wichtig für die Tabaklagerung. Und hier lagern 30.000 Tonnen Tabak. Ist dieses Klima besonders gut geeignet? Ja, das stimmt. Sie haben noch was über Investitionen, haben wir gerade eben gehört, gesagt. Aber in welcher Höhe haben Sie nicht verraten? Wie sehen die denn aus? Also es sind im letzten Jahr hier in Trier von unserer Seite 38 Millionen D-Mark in den Ausbau und die Modernisierung des Werks investiert worden. Und es werden in diesem Jahr, weil das Werk auch weiter wachsen soll und auch wird, 50 Millionen. Und dieses Geld fließt natürlich überwiegend in die Betriebe dieser Region. Das heißt aber auch Arbeitsplätze, Steigerung. Das heißt auch Arbeitsplätze, Steigerung. Wir haben, wenn Sie mal mit dem Mai 1990 vergleichen, hier inzwischen fast 500 Leute mehr als im letzten Jahr. Das heißt, es sind 500 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen worden. Hier sind jetzt 1400 Leute bei Reynolds beschäftigt. Herr Oberbürgermeister, das kann Ihnen doch eigentlich nur recht sein, wenn so jemand wie Reynolds sich hier niederlässt, tolle Arbeitsplätze anbietet, um die übrigens schon gerangelt wird, wie ich mir habe sagen lassen, und vor allen Dingen keine Industrie ist, die Schadstoffe ausstößt. Denn das ist ja, glaube ich, auch eine Sache, die Sie mit zu verantworten haben, indem dass Sie diese Industrie auch ein bisschen ausgegrenzt haben. Ja, wir machen Wirtschaftsförderung und natürlich, wir feiern sehr gerne, wie hier, aber wir müssen natürlich auch arbeiten das ganze Jahr über und insofern sind wir natürlich froh, dass wir solche Betriebe haben wie Reynolds Tobacco, die für diese Arbeitsplätze sorgen und wir haben in den letzten Jahren doch eine recht positive Entwicklung genommen in dieser Region, dieser europäischen Region und wir haben auch ein glänzendes Verhältnis zu unseren Firmen, insbesondere auch zur Firma Reynolds Tobacco. Das Verhältnis zwischen Rathaus und der Stadt ist und den Betrieben ist keine Einbahnstraße, sondern ein Geben und ein Nehmen und wir arbeiten gut zusammen. Ich glaube auch die Anbindungen, die Verkehrsanbindungen hier an Trier sind für Sie recht günstig, wenn man jetzt an Europa denkt. Und vor allen Dingen natürlich auch noch, dass sich rundherum jetzt auch Betriebe gebildet haben, die als Zulieferer dienen. Ja, wir haben eine glänzende Infrastruktur auch als für die Zuliefererbetriebe unserer Fabrik. Und es ist schon öfter vorgekommen, dass wir an andere Standorte Deutschlands, zum Beispiel nach Köln oder nach Berlin, Betriebe hiervon Trier geholt haben, weil wir hier die zuverlässigste Arbeit bekommen. Die zuverlässigste Arbeit, das ist ein Lob an die Trierer, das muss man auch mal gesagt haben, ja? Miau, miau. Ja, ihr unterhaltet euch die ganze Zeit über so doofes Zeug und nie über Milch oder Mäuse. Da können wir ja genauso gut über das Wetter sprechen. Entschuldigen Sie bitte, meine Damen und Herren, auch die beiden Herren hier auf der Bühne, das ist unser Maskottchen, die werden wir leider nie los. Das ist unsere Wir im Südwesten-Katze. Entschuldigung. Komm, troll dich von der Bühne, wenn du über das Wetter reden willst. Also mich haben sie jetzt völlig aus dem Faden gebracht. Ja, mach dich nur runter. Geh zum Jörg, vielleicht kann der was mit dir anfangen. Jörg, da kommt gleich so ein Vieh auf dich zu, die kennst du. Das ist die laufend die Sendung unterbricht. Die möchte über das Wetter reden, aber am 21. ist das vielleicht angebracht. Am 21.? 21. Ach ja, klar, heute ist ja Sommeranfang. Ja, und da haben die Trierer aber auch wirklich Glück gehabt, weil es regnet nicht, die Sonne kommt ab und zu raus und es ist zumindest mal warm, ne? Ja. Ja, und du hast heute den ganzen Tag auf der faulen Haut gelegen? Ja. Hier am Brünnchen? Ich habe den ganzen Tag am Petrusbrunnen gelegen und vor mich hingetrunken.
weißt doch, Jörg, wir lieben es, einfach voll rumzuliegen und zu träumen. Oh, das war so schön. Aber ihr mit eurer blöden Aufbauhektik und dem ganzen Lärm, den ihr gemacht habt, ihr habt mir ganz schön den Nerv geklaut. Ich weiß gar nicht, was du hast. Erstens hat dich keiner gebeten, dich hier am Petrusbrunnen niederzulegen, ja? Außerdem wäre es ganz schön gewesen, wenn du uns vielleicht ein bisschen geholfen hättest. Wir hätten jede Pfote beim Aufbau gebrauchen können. Also hör mal, es hat die ganzen letzten Tage junge Hunde geregnet. Da wird sich Katze doch wohl mal in die Sonne legen dürfen. Außerdem habe ich bei der Gelegenheit gleich mal mit Petrus, dem Wetterpatron, gesprochen. Naja, und du siehst ja, was dabei rausgekommen ist. Ja, ja. Naja, und das da habe ich auch noch mitgebracht. Was ist das? Naja, von wegen Petrus, das ist vom Wetteramt Trier, weil die bestimmen nämlich hier eigentlich über das Wetter. Aber wenn du es jetzt hier schon mitgebracht hast, dann lies es doch einfach selber vor, oder? Also. Moment, wenn da machen wir es richtig, ja, dann komm mal jetzt hier runter, stell dich richtig hin und ich kündige das jetzt richtig an. Meine Damen und Herren, jetzt bei Wir im Südwesten das Wetter mit unserem Maskottchen, der Wir im Südwesten Wetterkatze. Die Vorhersage für heute und morgen. Aufgelockerte Bewölkung, zeitweise stark bewölkt. Heute wird es nicht regnen, aber morgen könnte es vereinzelt zu Schauern kommen. Aber die Temperaturen sind wesentlich angenehmer als in den letzten Tagen. In der Stadt 20 bis 23 Grad. Für unerschrockene Miezen die Frühtemperaturen 12 Grad. Also dickes Fell anziehen, will sagen, Pullover nicht vergessen. Der Wind geht nur schwach bis mäßig aus Südwest. Und die weiteren Aussichten sind wechselhaft, wie wir Katzen, mit Temperaturen zwischen 12 und 22 Grad. Also es sieht doch wirklich gut aus. Das genügt jetzt. Also weißt, nervt muss sie schon manchmal sagen, ein bisschen. Ich nervt dazu. Ja nur wirklich. Mich hat sie da oben unterbrochen. In Wiesbaden ist sie mir auch schon in die Parade gefahren. Sag mal, bist du etwa bei unserer nächsten Live-Übertragung am 26. Juli in Worms auch dabei? Allerdings, euch blöden Typen kann man ja nicht alleine in die Menschen schicken. Ja, danke für die Warnung. Oder guck mal, was das da genügt kommt. Ja schon mal wieder. Wir kommen zu etwas Schönerem. Wir bekommen nämlich jetzt Rosen. Vielen Dank. Jawohl, unsere Katze auch, damit sie endlich mal aufhört zu maunzen. Das ist ja nicht... So, jetzt nimm die Rose und dann gib bitte Ruhe. Das hat natürlich seinen Brauch, denn das ist Uschi, die Erste. Applaus für Uschi, die Erste. Das ist nämlich die Rosenkönigin. Dankeschön. Herr Oberbürgermeister, da gibt es einen Brauch. Weshalb Rosen? Nicht nur für den Petrus, sondern auch für die Gäste, die hier sind. Und unsere Ratsmitglieder und die Kollegen des Stadtvorstandes verteilen nun mit unserer Rosenköniginnen an die Damen, die hier sind, Rosen. Ich darf? Das wollen wir dann auch kurz, noch mal tun. Ganz kurz unterbrechen, die dürfen natürlich weiter Rosen verteilen. Wir sind ganz knapp, wir wollen aber die Uniband aus Trier nicht vergessen, die wollen auch noch zu ihrem Recht kommen. Sie spielen uns jetzt ein Stück aus dem Film Blues Brothers, ursprünglich von Aretha Franklin, das heißt Think. Und Sie denken bitte an uns, nächsten Montag wieder 17.45 Uhr. Und jetzt viel Spaß mit Think. Morgen Abend, liebe Zuschauer, können alle männlichen Wesen absolut einpacken, die sich für Machos halten, denn diese Sorte Mann ist dann überhaupt nicht gefragt. Eher schon der Softie, der spült, putzt und wäscht, denn morgen Abend hat eine Frau die Hosen an. Mach, dass du wegkommst! Lina,
Ich bin es! Verdammt nochmal, ich bin gekommen, um dir zu helfen. Mir oder meiner Ölquelle? Sie hat eine Probebohrung für eine neue Ölquelle laufen. Penelope ist scharf drauf, aber sie will nicht aufgeben. Das ist der Job. Das ist Ihre Tochter, die dringend Hilfe braucht. Ne? Wissen Sie, sie ist sehr misstrauisch. Er wird also alles machen, was ich ihm sage. Hm. Also auch arbeiten im Haushalt? Zum Beispiel was? Geschirr spülen. Jimmy! Ölrausch in Oklahoma mit Faye Dunaway. Brauchen Sie irgendwas? Hassen Sie nur die drei Männer, die hier sind, oder das ganze männliche Geschlecht? Alle. Ich halte nicht besonders viel von Männern. Samstag, 20.15 Uhr in Sat.1. Sehen Sie, Sie haben alles, was Sie besitzen, investiert. Wenn Sie Sand rausbohren, sind Sie vollkommen pleite. Wenn mein Stück so wertlos ist, warum wollen Sie es dann unbedingt? Verflucht und zugenäht, was glauben Sie denn, wer Sie sind? Sie können ja nur, dass ich aufgebe. Genauso wie mein Vater. Jeder verdammte Mann in dieser verdammten Stadt will das. Und warum? Wenn ich gewinne, seid ihr blamiert. Eine Frau, die mit der allmächtigen Penn Oklahoma fertig wird, stempelt euch zu Feigling und beweist, dass ihr ein Haufen Schnappschwänze seid. Zack, der Spruch hat gesessen. Morgen Abend gibt's mehr davon. Heute Abend allerdings einen gut aussehenden Mann und eine wunderschöne Frau. Kim Basinger an der Seite von Nick Mancuso, der Ihnen ja aus unserer Serie Stingray bekannt sein dürfte. Und die beiden sollen bei den Dreharbeiten zu Goldfieber nicht nur unverbindlich dienstlich miteinander umgegangen sein. Wo steckt der Dupré? Woher zum Teufel soll ich wissen, wo er hin ist? Du hast ihn doch weggeschickt. Er sollte nur nach Dawson fliegen. Aber da ist er nie gesichtet worden. Woher weißt du, dass er nicht abgeschmiert ist? Weil ich glaube, dass er gefunden hat, wonach er gesucht hat. Was? Molybden oder so? Gold. Er hat ihn auf seiner Karte eingezeichnet. Und zwar muss er hier, genau in dieser Gegend liegen. Wenn er im Cassier ist, dann ist er auch noch dort. Kim Basinger und Charlton Heston in Goldfieber. Ich frage mich, ob es nicht möglich ist, dass er einen Fund gemacht hat und Sie darauf aus sind, ihm den abzunehmen. So ist es nicht. Ich traue dem Alten nicht über den Weg, da müsste ich mich schon sehr täuschen. Weißt du, was ich vermute? McGee gräbt nicht nach Silber in dieser Mine. Was tut er sonst denn? Das weiß ich nicht, aber wir kriegen es raus. 20 Uhr in Sat.1. Jean? Jean, ich habe hier was gefunden. Der Typ braucht vermutlich nichts mehr. Aber Sie, liebe Zuschauer, holen Sie sich schnell Ihre Spielscheine. Nach der Werbung erwartet Sie Wolf-Dieter Herrmann zu Bingo. Muss man trinken? Es leicht, schlank weg genießen. Wenn Sie nichts von der Welt wüssten, nicht sprechen könnten und kaum sehen, können Sie sich vorstellen, wie wichtig dann Fühlen ist? Da war ich glücklich über das neue Dash 3 Ultra. Es macht durch und durch sauber und hat einen natürlichen Weichpfleger. Statt Vollwaschmittel und Weichspüler nur noch Dash 3 Ultra. Ein gutes Gefühl für die ganze Familie. Dash 3 Ultra für saubere und natürlich weiche Wäsche. Eines für beides. Die folgende Bingo-Sendung ist ein Sponsorservice von Deutschlands großer Programmzeitschrift Hör zu. Sat.1 präsentiert Bingo mit Wolf-Dieter Herrmann. Bingo! Danke sehr. Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Ich begrüße Sie und ich stelle fest, Sie haben gute Laune. Sehe ich richtig oder sehe ich nicht richtig? Ich sehe richtig. Das ist schön. Bleibt nur zu hoffen, dass es auch Ihnen gut geht zu Hause, liebe Zuschauer, dass Sie gute Laune haben, dass sozusagen bei Ihnen zu Hause alles Bingo ist, wie schon Truckstop zu singen weiß. Und ich hoffe, dass Sie interessiert sind an den drei Bingo-Zahlen vom gestrigen Donnerstag. Die bringe ich ja wie immer zu Beginn einer Bingo-Sendung mit. Hier sind die drei Zahlen von gestern. 4, 13, 43. Das sind die drei Bingo-Zahlen von gestern. Das heißt, heute ziehen wir noch 3 und morgen am Samstag 7. Es könnten also Ihnen noch fehlen 6 und 7, 13 Zahlen. Und dann könnten Sie noch Bingo haben. Also Geduld, Geduld, Geduld.
Hier sind unsere drei Kandidaten von heute. Ich begrüße ganz herzlich Dieter Emons, Uta Spieß und Bernd Eichner. Seid fröhlich. Herzlich willkommen der Dame, herzlich willkommen den Herren. Und zunächst unsere Vorstellung vom Bernd Eichner. Nicht Bernd Eichinger. Nein. Sie sind kein Filmproduzent, Bernd. Nein, leider nicht. Sondern, ja, wer weiß, ob das ein reines Vergnügen ist. Was machen Sie beruflich, Bernd? Ich bin vom Beruf Bautechniker im Hochbau. Und zu Hause sind Sie wo? Zu Hause bin ich in Mainz. In Mainz zu Hause. Ja. Das heißt, Sie sind Karnevalist? Nicht jeder Mainz ist unbedingt Karnevalist, aber ich feiere auch schon mal, wenn es anwächst. Aber Sie feiern tatsächlich mit? Ja, wenn es Hochheuer geht, mache ich auch schon mal. Und private Dinge, was sind die, die Sie interessieren? Die privaten Dinge, ja, mein Computer zum Beispiel, da beschäftige ich mich schon ziemlich stark mit. Interessiere mich für Science Fiction. Aha, Perry Rhodan.